20.000 Fans jetzt bei Facebook. Was bedeutet das für dich jetzt eigentlich? Das ist eine coole Marke. Nur nach den 20 muss es weitergehen. Also der Plan muss schon sein, dass wir bei Facebook irgendwie im Bereich Wirtschaft zu der entscheidenden Marke werden. Facebook als Meinungsplattform, was bedeutet das für die FDD? Ist das irgendwie wichtig oder nur ein Kanal von vielen? Es ist ein Kanal von vielen, aber der Kanal, der immer wichtiger wird. Und klar kann man sich vorstellen, dass irgendwann, früher war es mal so, da haben Zeitungen in andere Zeitungen geguckt und geschaut, was wurde da kommentiert, das nannte man dann Presseschau. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, kann man immer noch machen, machen auch noch einige. Aber heute ist es vielleicht angesagter, mal zu gucken, was läuft auf einer Plattform wie Facebook und kann man das nicht irgendwie auch in die Zeitung integrieren, selbst im alten Printformat noch. Wo du es gerade sagst mit dem Integrieren, würde ja zum Beispiel Möglichkeiten geben, wir haben ja die Kommentare in der Zeitung, dass man doch Facebook-Kommentare einbindet und andererseits vielleicht Premium-Inhalte, wie mal so eine Kolumne von Wolfgang Münch auch vielleicht mal exklusiv über Facebook spielt oder einen Tag früher mal rausgibt. Könntest du dir sowas generell vorstellen? Klar, warum nicht? Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man die Leute, die einen abonniert haben und Geld dafür bezahlen, nicht komplett verprellt, sodass man die wichtigsten Sachen erst über Facebook rausgibt. Aber wenn die Fangruppe irgendwann groß genug ist und wenn wir sagen, das ist für uns ein so entscheidender Kanal, dann halte ich das für durchaus denkbar, so ein paar Sachen ganz gezielt und exklusiv über Facebook laufen zu lassen. Why not? Und letzte Frage, viele nutzen ja Facebook schon als ihre persönliche Tagesschau, das heißt, die gehen eigentlich von selbst schon gar nicht mehr auf die Homepages von irgendwelchen Nachrichtenportalen und Zeitungen lesen tun die eh gar nicht mehr. Was bedeutet das für die Mediennutzung der Zukunft? Also solange die FDD dabei ist, ist mir völlig egal, wie die Leute, wo und wie die Leute sich ihre Tagesschau zusammenstellen. Hauptsache sie lesen uns. Und wenn dem einen oder anderen das gerechter wird, nicht mehr auf eine Website zu gehen oder auf eine App oder sich eine Zeitung zu abonnieren, dann finde ich das okay. Wir müssen nur gucken, dass wir mit unseren Inhalten, die wir ja für super halten und die auch super sind, überall da sind, wo die Leute das Zeugs lesen wollen. Und wir müssen schauen, dass wenn der Medienkonsum und der Nachrichtenkonsum in die Richtung geht, dass wir damit dabei sind.